So, meine Freunde, willkommen wieder auf einem weiteren Unboxing-Video auf meinem Paskalations-Kanal. Aber als erstes wollte ich nochmal sagen, dass seit Freitag auch das Kodo-Album draußen ist. Habt ihr ja gesehen, das Unboxing-Video zum Kodo-Album. Wenn nicht, einfach mal im Kanal schauen und dann könnt ihr es euch reinziehen oder halt nicht. Ist auf jeden Fall einfach ein gutes Album, reiner Straßenrap. Diese Woche könnt ihr noch die Läden stürmen, damit das Album auch so hoch chart wie möglich. Ja, dann wollte ich mich noch entschuldigen, dass es kein Kalier-Unboxing-Video erst jetzt kommt, aber die Box ist jetzt vor einer Viertelstunde erst angekommen. Ist auch geil, ich habe 2 Boxen für Freitag bestellt. Eine kommt einen Tag zu früh mit Kodo und die andere kommt einen Tag später mit King Khalil. Und du hast dann einfach sozusagen für Freitag 2 Boxen bestellt und kriegst keine Folge. Auch nicht schlecht. Naja, aber ich würde sagen, habe ich genug gelabert. Gucken wir uns das Teil mal an hier. Der hat auf jeden Fall extrem viele Videos rausgehauen. Das Album, kann ich jetzt schon mal sagen, das ist viel stärker. Sein letztes Kukui-Fan hat sich auch stark verbessert, finde ich. Man merkt einfach, dass er hart an sich gearbeitet hat und hart an diesem Album. Ich glaube, dass das ein geiles Album wird, aber fangen wir einfach mal an. Hier hätten wir einfach die Autogrammkette von King Khalil. Hinten einfach nochmal mit so Team Kuku. Ja, dann hätten wir hier die Kuku-EP. Da sind dann Berlin, das kennen wir ja, mit KA. G-Klasse mit Lilano und MO030. Ananas Kuku. Featuring Lilano und Triple Boy. Karamell ist noch drauf und immer noch 2. Ich werde aber selbst nochmal abchecken, Leute. Dann haben wir hier den Schlüsselanhänger. Wer es noch nicht weiß, mit was BTK heißt. B steht halt für Berlin und TK steht für Team Kuku. Dann hätten wir hier noch die KA-EP. Auch das erste, glaube ich, was er bei Team Kuku rausbringt. Das ist einmal All In drauf, featuring AP und Beto. Für euch. Glaube ich, der Money mit Päckchen ist drauf. Palast featuring AP und Fans Stabil featuring Beto. Dazu gab es ja ein Video. Aber hier könnt ihr nochmal selbst gucken. Ja, das Album. Da haben wir das gute Stück. Covers finde ich eh cool, hab ich ja schon gesagt. Vier Videos kamen raus, hab ich ja gesagt. Push Push kam raus. Ring Ring kam raus. Also es kam gestern, glaube ich, raus. Click Click kam raus. Ja, Para Illegal kam raus. Tiamo kam raus. Griezmann kam raus und kleiner Kreis. Also mit dem Video von der KA-EP kam, glaube ich, 8 Videos raus. Und hier könnt ihr nochmal selbst abchecken. Und dann sieht das von so aus. Oh, freue ich mich auf das Album heute zu hören. Ich habe darauf ein bisschen mehr gewartet als das Kodo-Album. Muss ich zugeben, an dieser Stelle. Hm.
Wozu das ist, muss ich ja nicht viel zu sagen. Was haben wir denn hier noch? Und dann hätten wir hier noch das einseitige Poster. Und hätte das einzige. Also bei mir ist das egal, ich bin eh kein Poster-Fan. Aber für Leute, die das mögen, hätte man auf jeden Fall zwei Seiten machen können. Ja, halb so wild. Dann kommen wir jetzt nochmal. Dann kommen wir zum letzten Inhalt, Leute. T-Shirt. Hier ein Karl hier. Und dann mit dem Kennzeichen Berlin Team Kuku. Aber hinten ist auch nichts mehr drauf. Schwarz. Aber ist ein cooles T-Shirt. Und was ich noch sagen wollte, für Leute, die sich die Box noch nicht geholt haben, und es gibt noch Boxen, die kompletten Einnahmen durch die Boxen werden gespendet. Und derjenige, der Glück hat, hat eine Karte drin und da kannst du mit entscheiden, wo das hingespendet wird. Zum Kumpel, zu irgendeiner Stiftung, muss schon richtig sein. Und dann konntest du theoretisch noch so eine Handynummer kriegen in der Box, wo du dann eine Woche irgendwie mit Kontakt mit King Khalil, also mit dem schreiben kannst und so. Und jetzt das Heftige nochmal, finde ich. Die Box kostet nur 30 Euro. Also unterstützt den Künstler, richtig geile Aktion, billige Box. Für 30 Euro hat sich ein bisschen. Ich habe schon die gleiche Box gesehen, ungefähr für 40 Euro. Also ich finde, für 30 Euro kannst du bei der Box nichts sagen. Du hast den Schlüsselanhänger, du hast diese Päckchen, du hast zwei EPs und ein Album. Und das Album meine ich, ein Poster und ein T-Shirt. Also. Das ist schon ziemlich stabil. Ich würde sagen, dann sehen wir uns zu den Reviews wieder, die ich zu den Alben mache, wenn ihr reinkommen wollt. Und dann gibt's noch, lass mich überlegen, nächste Woche kommt kein Album. In 2 Wochen, glaube ich, kommt Timatic. Kennt vielleicht so viele von euch gar nicht, aber könnt ihr einfach mal abchecken, wenn ihr Bock drauf habt. Und sonst lasst gerne einen Kommentar da und abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns, Freunde.